und herzlich willkommen zum 13. PC Games Community Podcast. Heute mit Tobi. Und mit dem Lukas. Ja, hallo. In trauter Zweierrunde. Genau. Eigentlich hatten wir den Olli auch mit eingeplant, aber leider ist er verschollen. Ja, sehr merkwürdig, obwohl der gar keine Zeitumstellung hatte. Genau. Ja, keine Ahnung, vielleicht hofft er noch auf oder vielleicht ist ihm irgendwas dazwischen gekommen. Schauen wir mal, wir nehmen ihn dann, wenn er noch kommt, dann darf er rein. Genau. Dann, in unsere virtuelle Tonkabine. Ja, richtig. Ach ja, genau, es gibt ja Neuigkeiten. Das hatten wir vorab gar nicht besprochen, aber das sollten wir schon erwähnen. Und zwar nehmen wir jetzt in Discord auf. Vorher hatten wir immer TeamSpeak. Und jetzt ist quasi unsere erste Aufnahme heute in Discord. Wir hoffen, das klappt alles gut. Und wenn ja, dann sollte die Qualität auf jeden Fall besser sein. Ja, hoffentlich. Das ist so ein bisschen die Intention. Ne? Also wir testen mal, was am besten funktioniert. Und das, was dann den besten Anklang hat, im wahrsten Sinne des Wortes, nehmen wir dann. Genau. Und wir haben auch beide neue Mikrofone. Ich weiß nicht, ob du das im letzten Podcast schon erwähnt hattest. Ich glaube, bei mir kam es kurz vor. Ja, okay. Und du hast dir das gleiche besorgt wie ich jetzt im Endeffekt. Genau, ohne ins große Plan haben wir beide das Blue Yeti, was hoffentlich auch ein ganz gutes, wenn die Qualität ja ähnlich sein müsste, so die ausgegebene Tonqualität. Wahnsinn, die sponsern uns übrigens nicht. das nebenbei. Noch nicht. Wieso eigentlich nicht? Genau, ja. Eigentlich wird es Zeit. Vielleicht kriegt ja der Olli eins. Müssen wir mal gucken. Ja, dann widmen wir uns mal den Themen. Und zwar haben wir heute ein paar kleinere Neuigkeiten. Einmal, dass H1Z1, der Zombie-Shooter, auf Free-to-Play umgestellt wurde. Vor etwa einer Woche. Ich nenne das ja Heezy. Ja, genau. So nennt man es, wenn man bequem ist. War das nicht im PC Games Podcast auch so? Ich glaube, das habe ich aus dem PC Games Podcast. Das haben wir auch sehr bekannt vorher. Ja, das war ja vorher damals Vollpreistitel, als es rauskam. Und jetzt wird es eben umgestellt. Es wurde aber auch bekannt gegeben, dass die Spieler, die es damals gekauft hatten oder vor der Umstellung auf Free-to-Play, dass die einiges bekommen. Und zwar muss ich gerade mal gucken. Das sind ein paar Items, also Kleidung, ja, also optische Veränderungen. Und die Ingame-Währung, davon kriegen sie 10.000. Okay. Das hatte vorher kein Abo-Modell, oder? Also du musstest quasi nur das Spiel kaufen und dann hast du es quasi online gespielt. Ja. Ich meine, wie lange ist das jetzt draußen? Das ist jetzt 4 Jahre, 5? Das sind auf jeden Fall schon einige Jahre. Ja. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich dachte, das wäre schon in der Versenkung verschwunden und vielleicht sogar schon abgeschaltet. Ja, insofern glaube ich, kann sich da auch niemand groß darüber beschweren, dass es jetzt Free-to-Play wird, weil das ist ja eigentlich nur gut für alle Leute, die es noch spielen wollen letztendlich. Ja. Wenn dann vielleicht ein bisschen mehr Leute dazukommen und so weiter und so fort. Und insofern, warum nicht? Ich sehe es auch so und ich finde, es ist auch eine nette Geste, dass die User dann noch was dafür bekommen, die halt das Spiel schon gekauft hatten damals. Ja, auf alle Fälle. Eine kleine Entschädigung. Ich denke, damit kann man ganz gut leben. Ja, ich meine, es gibt ja andere Online-Spiele, bei denen die Server schon Jahren wieder abgeschaltet werden. Da kriegen die Leute auch nichts mehr. Insofern, ja also so ist es. Finde ich das voll okay. Ich sehe gerade, also da heißt jetzt ja auch H1Z1 Battle Royale. Ist das auch eine Art Umstellung im Zuge der ganzen PUBG-Geschichte oder ist das, war das schon immer, hieß das schon immer so? Nee, das war eigentlich der Untertitel. Also so, oder vielleicht ist das nur der Game-Modus, der da bei dem Video, was ich gerade anschaue, vorgestellt wird. Aber es war ja eigentlich schon immer so ein bisschen so Battle Royale-mäßig letztendlich. Ja, eigentlich war es ja erst so eine Light-Variante von DayZ, würde ich mal sagen, als es rauskam, also mit Survival-Elementen. Mhm. Aber dann ist auf jeden Fall dieser Battle Royale-Modus stark in den Vordergrund gerückt, für mein Empfinden. Und der war deutlich populärer. Und das war auch noch vor PUBG, da war das auf jeden Fall auch eine relativ große Nummer, eine kurze Zeit. Okay. Und anscheinend ist jetzt dieser Autoreal-Modus noch dazu gekommen, genau. Das ist das neue Ding, okay. Genau, ich denke mal, das ist jetzt auch das Zug für das Battle Royale. Ich glaube, mit den anderen Sachen werden die wahrscheinlich nicht mehr so viel machen. Ja, das ist halt gerade der Trend. Ja. Ja, wie gesagt, sie waren eigentlich vor PUBG da, aber bei ihnen hat es noch nicht so richtig gezündet.
Da gab es ja damals noch die große Diskussion, dass man für Echtgeld solche Crates kaufen konnte. Ja, oder genau, das weiß ich auch noch. Ne? Ja. Ja, sowas ist halt immer ganz fies und ich denke auch, also ich meine, PUBG hat, glaube ich, einfach irgendwie die richtigen Influencer erwischt, irgendwie so die richtigen Streamer, die richtigen YouTuber. Ich habe so das Gefühl, da gehört auch mal eine ganze Menge Glück dazu, wann sowas so genau den richtigen Nerv trifft, von den richtigen Leuten zum richtigen Zeitpunkt. Ja, absolut. Ja. Zumal das Spiel ja auch nicht gerade High Class ist, aber hatten wir ja schon mal letztes Mal drüber geredet. Genau. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir über zum nächsten Thema. Und zwar hat Gabe Newell oder Valve angekündigt, dass sie wieder Spiele machen möchten. Die letzten Spiele waren ja Dota 2, glaube ich, Counter-Strike GO, also Global Offensive. Und jetzt eben aktuell ist dieses Artifact in Entwicklung, was ein Kartenspiel auf der Dota-Basis ist, also mit den Helden und so. Aber jetzt haben sie eben gesagt, dass sie auch wieder Singleplayer-Spiele machen möchten. Half-Life 3! Half-Life 3! Portal 3! Ich finde, ich habe ja im Forum geschrieben, sie sollen eine neue Orange Box rausbringen mit Half-Life 3 und Portal 3, dann sind alle happy. Von mir aus können sie, wie gesagt, auch noch ein neues Team Fortress mit dazu packen, damit die Orange Box komplett ist. Ist mir wurscht. Aber Lukas, was ist deine Meinung dazu? Ja, wir hatten vorher schon kurz drüber gesprochen. Ich habe gesagt, ich würde mich auch über Dota 3 freuen. Mein Cancer! Ja, aber das ist eh extrem unrealistisch. Dota ist ja ein Service-Game und das wird ja immer weiterentwickelt und es. Also ich glaube, da werden sie einen Teufel tun. Ja, außerdem, und dann ein Spiel wenn sie sagen Singleplayer-Spiel, Dota ist ja wirklich nun mal keins. Weil sonst hätte ich gesagt, die andere Möglichkeit wäre Left 4 Dead, ein neues Left 4 Dead. Ich müsste noch mal in die News gucken, aber ich meine, es hieß, dass sie an einem Singleplayer-Spiel arbeiten, aber noch mindestens zwei weiteren Spielen. Wobei, ich glaube, das war in Verbindung mit VR. Ja, das stimmt natürlich dann. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, aber selbst wenn, Half-Life hatte auch immer einen Multiplayer-Modus. Ja, das stimmt. Also ich würde mich natürlich über eine neue Half-Life Fortsetzung in welcher Form auch immer freuen. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, wie Valve das machen wird. Viele Leute sagen ja, dass die Erwartungen daran so wahnsinnig hoch sind, dass sie das erst machen können, wenn sie wirklich das absolute Highlight haben. Und ja, was wäre das absolute Highlight, was man im Moment machen könnte? Ich meine, gut, die Physikgeschichte, naja, die sie in Half-Life 2 gemacht haben, man hat es so ein bisschen kommen sehen, zum Beispiel Far Cry damals, was ein halbes Jahr vor Half-Life rauskam, Half-Life 2 rauskam, hatte ja auch schon so ein bisschen Physik. Aber im Moment, ich weiß nicht, also mein Ding wäre ja immer gewesen, wenn es mal richtig coole Flüssigkeiten-Simulationen gibt. Damit könntest du sicherlich noch was machen. Das haben zwar schon ein paar Spiele probiert, aber mir eher schlecht als recht. Das andere große Ding wäre halt VR. Vor allen Dingen, weil ja die HTC Vive, glaube ich, von Valve irgendwie, die sind doch da verbandelt. Wäre eine Möglichkeit, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie irgendwie einen VR-Titel draus machen. Dafür ist die Hardware noch zu teuer, zu wenig verbreitet. Du hast damals mit Half-Life 2 die Leute dazu bringen können, sich Steam zu organisieren, weil es ein kostenloses Programm ist, weil sie sich halt runtergeladen haben. Aber sich jetzt für über $500 auf jeden Fall irgendwie eine neue Hardware dafür zu kaufen, da müsste schon irgendein Urknall passieren. Ja, das stimmt. Das insofern bin ich zu Half-Life ein bisschen skeptisch. Ich könnte mir allerdings ein Portal 3 könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Ja, ich auch. Also das wäre mir auch deutlich lieber, muss ich sagen. Ich bin nämlich auch einer von denen, die sagen, boah, Half-Life 3 wird es sehr, sehr schwer haben, eben wegen der Erwartungen. Und ja, ich jetzt trotzdem gern. Ich brauche gar nicht so viel Neues. Ich möchte nur, dass die Story weitergeht. Aber ja, nee, so ein neues Portal jederzeit gerne. Ja. Ist, glaube ich, der einzige Titel, den ich jemals im Multiplayer gespielt habe. So ein bisschen mit meinem Kumpel. Portal 2 auf diesen Koop-Modus. Und der ist echt geil. Also die Puzzles sind wirklich super witzig und einfach auch, ich habe das mit einem Kumpel gespielt und einfach die Sachen, die du machst, irgendwie halt, also musst du irgendwie, machst halt, jeder hat ja zwei Portale
dann macht der eine macht dann irgendwie so zwei Portale, dass du halt immer vom einen ins andere wieder reinfällst, also immer runterfällst, quasi unendlich und dadurch Geschwindigkeit aufnimmst. Mhm. Und dann irgendwann soll der andere halt so ein Portal hinmachen, dass du dann mit dieser Geschwindigkeit irgendwo über den Abgrund fliegst und gleichzeitig noch wieder durch irgendwas anderes durch. Und dann hatten wir so ein Ding, wo ich bin halt mit meinem Viech da irgendwie durch diese Portale durchgejodelt und war sauschnell und dann schießt er das andere Portal, vergisst aber eins zu machen, wo ich dann noch durch so eine Wand hätte durchgemusst hätte. Hm? Und dann haut es mich halt mit ungefähr 500 Sachen aus diesem Portal raus und ich klatsch genau gegen die nächste Wand. Und ja, also lauter so Geschichten. Das, ja, ich habe es auch mit einem Kumpel zusammen durchgespielt im Koop. Und ja, kann ich absolut so bestätigen. Das macht einfach extrem viel Spaß. Und ich glaube, das ist, natürlich sind diese Physikspielereien wahrscheinlich relativ anspruchsvoll. Aber im Prinzip war das Spiel ja ziemlich genügsam und relativ simpel, ne? Sorry. Mit kleinen, mit eher kleinen Räumen und eher wenig Texturen und so. Ich glaube, du meinst jetzt Hardware-mäßig? Ja, auch das, aber auch vom allgemeinen Aufwand, um es zu entwickeln. Ja, ja, ja. Erschien also, mir doch relativ simpel. Es gab so ein paar Level, die ganz, also die nicht so diese quadratischen Räume hatten. Du bist ja mal irgendwann in diesen Minenschächten da auch unterwegs und so. Stimmt, aber ja, also jetzt, wo der große Aufwand war, das nicht, also das kann man schon mal machen. Die müssen dann nur wieder coole Puzzles dann machen und so. Und es müsste halt wieder ein neuer Gag noch mit dazukommen. Mhm. Also ja. Ich glaube, jetzt einfach nur Portale zu machen und so, ein bisschen was müssten sie sich schon ausdenken. Können wir auch was mit Flüssigkeiten machen übrigens. Flüssigkeiten in Kombination mit Portale. Ja gut, es gab ja schon dieses... Es gab ja schon mehr oder weniger. Es gab dieses Gel, diese genau. Gele. Ja, aber das war ja keine Flüssigkeit, das war ja so ein Spülzeugs irgendwie. Und das war ja, glaube ich, die Veränderung gegenüber dem ersten Teil, ne? Weil das gab es, glaube ich, im ersten Teil nicht. Genau, das war so die Neuerung an diese Gele. Mhm. Ja. Ja, die hatten doch diese Storyschreiberin, ich weiß gerade ihren Namen leider nicht, aber da gab es doch eine, die für Portal verantwortlich war. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob die noch bei Valve ist. Ich habe dann irgendwas gehört, dass die nicht mehr dort ist. Aber ich schaue nochmal nach und dann packe ich es. Wenn es so ist, dann packe ich es unten mit rein in die Links. Okay, ja, das weiß ich. 100% recallen. Ja, da bist du besser informiert als ich. Das wüsste ich jetzt gar nicht, wer da für die Story Ghost verantwortlich war oder so. Ja, das war auf jeden Fall eine Frau. Ich weiß den Namen leider nicht. Aber lustigerweise, weil es gerade ganz gut dazu passt, ich habe letzte Woche habe ich gespielt The Turing Effect, was so ein bisschen, also so auch so ein Puzzlespiel mit Umgebungspuzzles und so. Gab es irgendwie beim Steam im Sale für einen Fünfer oder so. Ganz nett. Ich habe so ein Spiel in 5 Stunden durch oder so. Die Puzzles sind super einfach. Aber die Story ist ganz interessant. Das ist so ein bisschen künstliche Intelligenz. Und also wenn der Titel schon The Turing Test heißt, was ja bekanntlich ein Test ist, um festzustellen, ob es sich beim Gesprächspartner um eine künstliche Intelligenz handelt oder nicht, kann man sich ja vorstellen. Also so, es geht so in die Richtung, wer ist man, was ist der Unterschied, KI, Mensch, bla bla bla. Aber ist ganz nett gemacht. Und wie gesagt, kommt so ein bisschen Portal-Atmosphäre auf, nur der Humor fehlt. Das ist halt ziemlich ernst gehalten. Ja, okay. Ich wüsste jetzt nicht mehr genau, wie das aussieht, aber ich habe davon gehört. Hast du den Film Ex Machina gesehen? Ja, ja, ja. Sehr cool. Ja, fand ich auch sehr gut. Ja. Okay, gehen wir über zum nächsten Thema. Und zwar geht es um Call of Duty Black Ops. Magst du was dazu erzählen? Sind wir schon bei Call of Duty? Ja, und zwar wurde, also das neue Call of Duty wurde bestätigt, worum es geht. Und zwar wird es Black Ops 4. Also neuer Black Ops Teil dieses Jahr, nachdem ja wir hatten vorletztes Jahr Future Warfare und letztes Jahr wieder World War II. Und jetzt wird es Black Ops 4 und damit ist ja eigentlich alles offen, weil Black Ops, die haben ja alles damit gemacht. Also, wer sich erinnert, Black Ops 1 spielte ja in der Zeit des Vietnamkrieges oder sagen wir mal des Kalten Krieges, aber hauptsächlich des Vietnamkrieges zu großen Teilen. Black Ops 2, jetzt muss ich selber überlegen, was waren wir denn? Black Ops 2, das spielt sich ja dann so ein bisschen in der Zukunft und in der Vergangenheit. Ich glaube, nicht, dass ich jetzt durcheinander bringe, aber ich glaube, Black Ops 2 dürfte das gewesen sein, wo man immer diese Zeitsprünge hatte, quasi zwei parallel laufende Handlungen. Eine eben auch während dem Kalten Krieg und in den 80ern und eine so in der Zukunft,
wo man dann den, also der eine Protagonist war der, der ursprüngliche, vom ursprünglichen Spiel von Black Ops 1 und der zweite Protagonist, der in der Zukunft unterwegs war, war der Sohn. Und diese beiden Storylinien waren so ineinander verflochten. Und Black Ops 3 war dann ja das, was komplett in der Zukunft gespielt hat. Und das auch meiner Meinung nach einen sehr coolen Twist hatte am Schluss, den man allerdings nur mitbekommen hat, wenn man im Internet nachliest, was eigentlich passiert ist. Das war so ein bisschen der Stolperstein des Ganzen. Also ich glaube, wenn du nicht entweder lauter Screenshots machst und dir das wirklich selber zusammenreimst oder einfach im Internet mal nachliest, was jetzt eigentlich genau passiert ist, weißt du eigentlich nicht genau am Ende, worum es in Black Ops 3 ging. Die Story war so verrückt, verworren. Aber ich fand's cool. Ich fand die Black Ops-Titel eigentlich mit die besten Call of Duties. Weil die immer irgendwie was Ausgeflipptes gemacht haben, irgendwie ein bisschen was anderes. Und da hoffe ich, dass die das mit Black Ops 4 auch wieder machen. Also ich freue mich drauf eigentlich. Also ich habe auf jeden Fall oft gehört, dass Leute sagen, dass die Black Ops-Titel die beste Reihe ist von Call of Duty. Ja, es gibt solche und solche. Also entweder, ich glaube, es gibt Leute, die sagen, das sind die besten, und es gibt Leute, die sagen, die können damit gar nichts anfangen. Irgendwie. Also ich habe so das Gefühl, das polarisiert ziemlich. War das nicht auch ein Black Ops, in dem die Rahmenhandlung war, dass einer verhört wurde? Und dann, genau, das war das erste, ja. Wo du in dem, da ist der Verhörraum ist quasi das Hauptmenü. Und dann kriegst du mal irgendwelche Fragen gestellt. Hallo, wir haben einen neuen Special Guest. Ja, vielleicht muss er gerade noch irgendwas einstellen. Wenn wir ihn denn mal hören. Bis dahin, ja, auf jeden Fall, also freue mich sehr auf, also, wow. Hallo. Ja, vielleicht ist er jetzt da? Ist er da? Ja. Olli? Olli ist da, hallo Olli. Hallo. Meine Güte. Mit Fanfaren kommst du in den Podcast reingeschneit. Oh Gott. Bist du verschlafen oder krank? Was ist los? Oder beides? Beides. Schließ sie nicht gegenseitig aus. Genau. Du hast viel Hustensaft genippt. Oh, Mist. Ja, kein Problem. Wir reden gerade über Black Ops 4. Tobi hat ein bisschen erzählt, wie es ihm gefallen hat und dass er die Black Ops-Teile sehr gerne mochte. Ich habe nur Black Ops 3 gespielt, aber das habe ich auch nicht durchgespielt. Irgendwie hält mich Call of Duty im Singleplayer meist nicht lang genug. Multiplayer habe ich auch ein bisschen gespielt, aber das ist ja für die Story unerheblich. Da geht es dir genau andersrum wie mir. Ich spiele es nur im Singleplayer. Deswegen kaufe ich mir die Call of Duty-Teile normalerweise auch 1 bis 2 Jahre nach Release, wenn sie dann noch einen 20er kosten, weil ich sehe es nicht ein, für eine 5-Stunden-Kampagne 60 Euro auf den Tisch zu legen. Das muss dann nicht sein. Ja. Habt ihr mitbekommen, dass die Leute sich im Internet über das neue Logo lustig machen? Oh ja. Jetzt bin ich gleich wieder wach. Wieso? Was ist... Also das Logo ist ja das ist ja Call of Duty Black Ops 4 und das Logo sind halt 4 Striche nebeneinander, also wie eine 3, nur mit einem Strich mehr. Aha, und die machen sich jetzt über lustig, dass es nicht die Strich mit dem V ist? Genau, richtig. Genau. Es gibt ja relativ viele oder einige Uhren, die das auch so haben, glaube ich. Also es ist nicht komplett unüblich. Na, ich würde halt, wenn sie dann Black Ops 5 machen, dann müssen sie halt nur den Diagonal halt hier diese Strichlinien, wie beim, ja, genau, wie beim Kartenspielen. Ja, also es hat sich ja jemand erkundigt deswegen. Und es ist wohl tatsächlich so, dass bis ins 12. Jahrhundert oder 13. es durchaus üblich war, es auf beide Schreibweisen durchzuführen. Also sowohl mit 4 Strichen als auch mit diesem 1 Strich und diesem V quasi. Ne? Manchmal sogar in einem und demselben Dokument, dass man beides gesehen hat, ein Rutsch. Also streng genommen hätten die gar nicht mal Unrecht. Gut, dass du da bist. Fakten, Olli, ist am Start. Ich habe jetzt eine Kraft hergeschleppt und kann gleich mal so ungemein wichtige Sachen beisteuern wie das. Ne? Ja, sehr gut. Ja. Bist du denn fit, um eine ganze Folge mitzumachen? Fühlst du dich ausreichend? Ja. Dafür tue ich ja alles. Ne? Ja, dafür opferst du dich auf. Ja. Ein echter Trooper im... Um bei Call of Duty zu bleiben. Ich wollte gerade sagen, das ist mega Überleitung hier wieder gleich. Ja, dann kommen wir zum
nächsten Thema und auch den letzten News vor dem Hauptthema. Und zwar geht es um State of Decay 2. Da wurde jetzt ein Release-Termin angekündigt. Und zwar ist das der 22. Mai. Ja, ich habe mich ja schon sehr darauf gefreut. Wir hatten auch in dem Aussicht auf 2018 Podcast drüber gesprochen. Jetzt bin ich sehr überrascht, dass das Release so kurzfristig ist. Ne? Also hätte ich nicht mit gerechnet, das Spiel wurde ja mehrfach verschoben, glaube ich. Und dass es jetzt schon in 2 Monaten erscheinen soll, finde ich sehr cool. Und es gibt ja auch schon Gameplay. Genau, es gibt auch Gameplay aus dem Koop mit 4 Spielern. Das werden wir verlinken. Wobei man sagen muss, das gezeigte Gameplay ist halt wirklich nur der Hack-and-Slay-Part, der zwar durchaus spaßig ist, aber für mich ist bei diesem Spiel halt so eine ganzheitliche Erfahrung eher wichtig, dass man wirklich alle Aspekte sieht und dass das alles zusammenkommt. Aber IGN, von denen ist das Video, die hatten auch im Kommentar gesagt, dass die noch andere Videos hochladen werden, dass das im Prinzip so eine Reihe wird. Hast du das Gameplay auch gesehen, Olli, oder hattest du keine Zeit dazu? Ja, habe ich gesehen. Also mir war es ein bisschen zu, weiß nicht, ein bisschen monoton, wenn man nur das genommen hat, was man da gesehen hat. Ne? Also ist ja wirklich immer die gleiche Loop sozusagen. Klopfst du ein paar Zombies da tot, dann bisschen was einsammeln, wieder welche totkloppen und so weiter und so fort. Also da fehlt mir noch ein bisschen was. Ja, das stimmt. Ja, ich hab mich nur so durchgeklickt durchs Video. Das sagt ja eigentlich schon was aus. Ja, ich meine, aber gut, ich meine, wenn Sie jetzt, Sie haben ja nicht das komplette, das sagen Sie ja selber am Anfang von dem Video, Sie sagen ja, Sie haben sich jetzt erstmal darauf konzentriert, so diesen Einstiegspart und diesen Quest- und Action-Part zu zeigen. Und ja, also ich glaube, ja, wenn man es spielt, wird es ja nicht so am Stück ablaufen, nehme ich mal stark an. Ja, das stimmt. Also ich habe mir anhand des Videos ein paar Fragen gestellt. Und zwar, wenn man das im Koop spielt, dann muss ja irgendwer der Host sein oder dessen Spiel das ist, nehme ich mal an. Und der hat ja auch eine Basis, an der er am Bauen ist. Und ich frage mich, inwieweit die anderen dann irgendwas machen können dort oder ob die gar nicht eingreifen können. Oder ob der Koop vielleicht sogar komplett losgelöst ist vom eigentlichen Singleplayer. Das hat sich mir noch nicht so richtig erschlossen. Aber da werden wir hoffentlich in den nächsten Wochen oder Tagen noch mal was zu sehen. Und ich habe mich auch gefragt, wie es mit den Ressourcen aussieht. Weil das scheint ja eher auf Grinding ausgelegt zu sein jetzt auch, dass man immer wieder zusammenspielen kann. Und wie wir halt schon mal angedeutet hatten, war es im ersten Teil so, dass man die ganze Karte, wenn man sie leer gelootet hatte, dann war sie leer. Dann gab es einfach nichts mehr zu looten. Wobei es jetzt so zu sein scheint, dass die Zombies auch ab und zu Items droppen. Das gab es im ersten Teil nicht. Vielleicht ist es darüber gelöst. Ja, ich meine, ich kann mir durchweg ein Gameplay vorstellen, wo mehrere Leute an einer Basis bauen können. Das wäre cool. Also, ja, also dass du halt sagst, okay, der eine ist jetzt verantwortlich für, was weiß ich, irgendwie die Verteidigung und der nächste ist verantwortlich für, dass irgendwie was zu essen da ist oder so, was angebaut wird, was weiß ich. Ich meine, ich kenne mich jetzt mit State of Decay nicht so gut aus, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass sowas funktionieren kann. Ja, im ersten Teil war es halt so, dass du diese ganzen Bauten, die du gerade zum Beispiel genannt hast, dass die einfach im Menü quasi angestoßen wurden und dann sind die halt automatisiert beendet worden nach einer gewissen Zeit. Das heißt, im Prinzip muss man als Spieler dann nichts mehr machen. Man kann dann halt später die Vorteile davon nutzen, aber es ist jetzt nicht so, dass man bestimmte Facilities irgendwie noch betreuen muss oder so. Von daher ist es eigentlich ein relativ simpler Prozess. Ja, naja gut, ich meine, stellt sich die Frage, ob das so bleibt oder beziehungsweise wenn es denn so simpel ist, dann vielleicht laden dann die Leute nur dann Spieler ein, wenn sie gerade eben mal nichts bauen und wenn sie irgendwie rumziehen oder so. Ja, muss man mal schauen. Irgendwie so. Aber ich glaube, so wie es jetzt in dem Video ausgesehen ist, es hat, glaube ich, auch keiner was gesagt von wegen, dass es irgendwie ein losgelöster Spielteil ist. Es klang für mich schon irgendwie mehr so, als wäre es einfach ein Spiel und da können die Leute dann zusammenspielen, wenn sie wollen. Ja, wäre auch, glaube ich, cooler. Also, denke ich jetzt mal so. Ja. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, hätte ich noch eine Frage an Olli. Und zwar, über welchen Valve-Titel würdest du dich am meisten freuen? Was würdest du dir hoffen, was entwickelt wird? Oh, jetzt kommen wir zu dem Thema. Ja, wir hatten das gerade schon, aber wollte ich deine Meinung kurz hören. Ja. Und sag jetzt nichts Falsches. Sei es nichts Falsches, also
Ich weiß nicht, was ich jetzt schon erzählt habe, jetzt leider, dass Gabe Newell ja da wirklich aus seinen Höhen herabgestiegen kam, ne? Und uns mit der News beglückte, dass sie tatsächlich wieder was machen wollen. Das Erste, was ich mir natürlich reflexartig dachte, was war das wohl? Welcher Kernsatz? Ihr wisst es selber, ne? Dota 3. Das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht. Da kommt der alte Schlachtruf Half-Life 3 confirmed, ne? Ja, obwohl ich echt nicht glaube, dass da jetzt was kommt, so unmittelbar. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich würde mich freuen, wenn die irgend so was Singleplayer-mäßiges mal wieder machen würden, mal so eine Geschichte mit irgendwas Neuem verknüpft. Weil ich echt nicht glaube, dass die jetzt zumindest nicht kurzfristig, wir warten Jahre drauf, aber dass die jetzt wirklich da schon ein HL3 in der Mache haben, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber wäre toll, wenn sie in der Richtung wieder was sowas Innovatives mal wieder auf die Matte legen würden. Ja. Also Tobi und ich hatten auf Portal 3 getippt, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass es einfach eine neue IP ist, das hatten wir gar nicht besprochen, das kann natürlich auch sein. Das stimmt, ja, das kann natürlich auch sein. Das würde ich auch eher vermuten, ehrlich gesagt. Ja, würde ich auch eher vermuten. Okay, ja, cool wäre es, ja. Könnte auch ganz cool sein, ja. Ja, ist die Frage, oder machen sie dann ja nur VR-Sachen? Es wäre mal ein Gerücht, dass sie eigentlich nur VR-Sachen machen wollen, wenn überhaupt, aber das ist die Frage, ne? Ist ja das auch nicht so abgehobenes Thema. Das hatte ich vorhin kurz auch angedeutet. Ich kann es mir aber, wie gesagt, nicht vorstellen. Ich finde dafür. Also wenn, dann können sie sich wirklich noch Zeit lassen, bis sich die Hardware wirklich ordentlich verkaufen kann. Wobei allerdings natürlich Valve in einer Position ist, die können ja eigentlich machen, was sie wollen. Die müssen ja nicht Sachen machen, die dann erfolgreich sind unbedingt. Ne, die haben keine Aktionäre da im Hintergrund so richtig und gar nichts. Wenn die sagen, wir wollen das einfach mal pushen, das Thema X jetzt, und wir machen das jetzt einfach mal, dann machen die das. Also gerade die Firma kann das machen. Ja, vielleicht mit einer neuen IP könnten sie es machen. Aber also, wir hatten es vorhin im Zusammenhang von Half-Life. Und das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Aber im Zusammenhang mit einer neuen IP, ja, wieso nicht? Das ist ein Spiel, was du nur mit HTC Vive und dem Steam-Controller spielen kannst. Ja, und Steam-Link nicht zu vergessen. Und Steam-Link, genau. Und Steam-Link, ja. Aber gut, ich finde ja, also Valve, wenn sie eine neue IP machen, unbedingt einen Steampunk-Titel, bitte. Okay. Ach, Wortwitz. Den muss ich jetzt noch auf. Open to Valve, ja. Entschuldigung. Den musstest du bringen. Der ging mir jetzt schon seit einer halben Stunde im Kopf um. Der war das seit Dezember 2017 drauf schon, ne? Aber dass du den bringen kannst irgendwie mal. Mindestens. Okay, ich würde sagen, das Thema brechen wir damit ab. Danke. Wenn es ganz schlecht wird. Ja, das waren die News soweit, die wir hatten, fand ich ganz wollte gut, noch, jetzt springen wir natürlich total hin und her, das tut mir jetzt voll leid. Ich wollte nur noch zu dem State of Decay 2, wollte ich nur sagen, ich fand, also das Video zumindest, es sah ja eigentlich ganz cool aus. Weil mal alle gesagt haben, der erste Teil hätte jetzt keine so dolle Grafik gehabt und so. Ich fand, das sah ziemlich atmosphärisch aus und vor allen Dingen die Nacht fand ich cool, dass sie eben das zu dunkel halten. Finde ich ganz, ganz gut. Nicht so, fast ein bisschen wie ein Arma. Und weniger wie man es sonst kennt, mit den mit der Nacht aus den alten Winnetou-Filmen, wo nur ein Blaufilter drüber ist. Ja, also im Video hatten sie auch darauf hingewiesen, irgendwie einmal zwischendurch war so eine Ansage, dass das eben auch ein Fokus der Entwickler sei. Ich fand aber schon sehr dumm, dass sie das extra anpreisen und dann hat die Autoscheinwerfer gehen dann irgendwie 10 Meter weit, so der Lichtkegel. Das fand ich ein bisschen komisch, hat mich ein bisschen gestört. Aber ansonsten sah es atmosphärisch aus, ja. Und die Grafik ist trotzdem wieder nicht so toll, finde ich. Ich fand die Grafik da aber besser als bei der E3-Präsentation, ehrlich gesagt, wo sie ganz seltsam war. Das meinte ich eben auch. Also ich finde eigentlich, also es sieht zumindest, ja, ich bin jetzt kein großer Grafikfetischist, aber ich fand, es sah atmosphärisch aus, fand ich. Ja, in dem Video wurde ja auch gesagt, dass die auf die Unreal Engine umgestiegen sind. Das war mir gar nicht bekannt vorher. Ich weiß nicht, wann das passiert ist. Aber anscheinend haben sie da auch Umstellungen noch gemacht. Vielleicht war es aber auch schon vor Entwicklungsbeginn, das weiß ich nicht genau. Unreal ist halt insofern ganz cool, weil es ja, glaube ich, erstmal kostenlos ist und du quasi, die haben eine Gewinnbeteiligung dann, wenn du dein Produkt kommerzialisieren willst. Mhm. Aber du kannst es erstmal, Entschuldigung, du kannst es erstmal verwenden, die Engine. Deswswegen verwenden es auch ziemlich viele kleinere Entwickler. Ja. Und ja, ich meine, Unreal Engine
allein macht noch keine gute Grafik, aber wie gesagt, also ich finde, es sieht sehr ordentlich aus. Ja, okay. Ja, ich muss dann mal gucken, wann es oder ob es jemals ohne die Windows-Store erscheint, dann würde ich es wohl auch spielen. Apropos Windows-Store, eine andere Sache fällt mir gerade noch spontan ein, und zwar hattet ihr gesehen, dass wieder eine neue Beta lief von Sea of Thieves? Die lief bis heute. Hattet ihr es mitbekommen? Das war eine Open Beta? Nö. Okay. Ich war neugierig, so aktiv einer... verfolgt, unbedingt ehrlich gesagt. Okay. Ich war neugierig, ob einer von euch vielleicht das ausgetestet hatte. Hätte man das im Windows Store gesehen, oder was? Ich denke schon, ja, da ja. Den versuche ich aktiv zu vermeiden, deswegen habe ich das wahrscheinlich gekriegt. Ja, ich auch. Ich bin auch nicht drauf. Okay, so, wenn ihr nichts mehr hättet, dann würde ich zum nächsten Thema übergehen, zum Hauptthema. Bitteschön. Okay. Und zwar habe ich ein Spiel gespielt, das nennt sich Aegis Defenders. Das ist ein Pixel-Art-Game. Und das ist eine Mischung aus Tower Defense und Plattformer mit Rätseleinlagen. Das ist also schon eine ungewöhnliche Mischung, würde ich mal sagen. Man spielt von zu Anfang zwei Charaktere. Das ist einmal Clue, ein Mädchen, und ihr Opa. Und die beiden sind zusammen unterwegs in einer, ja, ist schwierig zu sagen. Das ist eine Fantasy-Welt, aber es könnte auch eine postapokalyptische Welt sein. Also es gibt durchaus technische Aspekte, so Steampunk-mäßige Sachen. Also ich kann das nicht wirklich einordnen, was das genau für eine Zeit sein soll. Das ist ein eigenartiger Mix auf jeden Fall. Und sehr farbenfroh, finde ich. Ja. Also die Optik hat mich auf jeden Fall zuerst gecatcht, muss ich sagen. Ich habe auch schon viele Screenshots gemacht. Ich werde mal schauen, ob ich vielleicht im Thread die nochmal verlinke, falls ich die im Screenshot-Thread hochlade. Dann würde ich das nochmal verlinken. Und ja, wie gestaltet sich das Gameplay? Im Prinzip ist es so, dass man mit den beiden Charakteren immer zu zweit unterwegs ist und man kann zwischen ihnen wechseln. Das geht dann teilweise so in Richtung Portal. Das heißt, zum Beispiel muss ein Charakter muss auf so einem Schalter stehen und der andere muss auf dem anderen draufgehen, damit sich eine Tür öffnet. Und so in der Richtung entwickeln sich die Rätsel. Dann später hat man verschiedene Portale, die dann in einer bestimmten Farbe zugeordnet sind, wo dann immer nur einer von beiden durchgehen kann und so. Und so bauen die Rätsel aufeinander auf und man wird eigentlich ganz nett eingeführt, wie das Ganze funktioniert und was für Mechaniken dabei sind. Und die beiden sind jeweils einer Farbe zugeordnet. Er ist gelb, sie ist blau. Und die Farbe der Charaktere sagt immer aus, gegen welche Gegner sie stärker sind oder gegen welche sie effektiv sind. Und man sammelt während des Spiels, sammelt man Rohstoffe ein. Und am Ende des Levels oder jedes Levels ist es in der Regel so, dass dann dieser Part einsetzt, in dem man Tower Defense spielt. Das heißt, man kämpft sich durch das Level, man besiegt die Gegner, man sammelt Rohstoffe, man sammelt ein paar Artefakte ein, die für die, mit denen man quasi Geld machen kann, beim nächsten Händler. Und dann kommt eben der Tower Defense Teil, wo man ganz klassisch Wellen von Gegnern abwehren muss. Und da muss man halt darauf achten, welche Farbe werden die Gegner haben, die in der nächsten Welle kommen. Und dementsprechend baut man seine Verteidigung auf. Zum Beispiel der Opa ist eher so ein Builder, würde ich sagen. Kann so Geschütze bauen, verschiedener Art. Und sie ist eher eine Schützin. Sie kann zwar auch so kleine Fallen und so bauen und Bomben legen, aber prinzipiell ist sie halt eher aktiv am Kämpfen. Also man spielt die Charaktere schon weiter in dem Tower Defense Part. Genau, das ist nicht, ja. Das ist dann nicht irgendwie ein komplett anderes Spielelement oder so. Man es kontrolliert genau. Sich so ähnlich und man baut dann eben nur diese Bauten auf. Genau, es ist die gleiche Perspektive, es sind die gleichen Mechaniken, man muss auch zwischen den verschiedenen Wellen wieder Rohstoffe einsammeln, wenn man so weiter ausbauen will. Und ja, da kommt auch schon die Krux für mich des Spiels leider. Also bis dahin macht es extrem viel Spaß, aber wenn du in diesem Verteidigungsmodus bist, dann bedeutet das, dass du in der Regel oder öfter zwei Fronten verteidigen musst. Du kannst deine Charaktere auch abstellen, das heißt, du sagst, bleib hier. Dann machen die auch automatisiert Dinge, also du kannst ihnen nichts vorgeben, aber wenn jetzt zum Beispiel der Opa neben einem Geschütz steht, dann wird er das auch reparieren, wenn er Schaden nimmt. Und sie wird auch automatisch schießen,
von alleine. Aber teilweise gefällt mir die KI da nicht so gut, weil man muss wirklich die quasi sehr akkurat in der Nähe abstellen, damit die sich darum kümmern. Ansonsten sind sie teilweise sehr inaktiv oder nutzlos. Und ja, das ist für mich so ein bisschen das Problem des Spiels. Man kann halt immer nur einen Charakter spielen. Man kann natürlich jederzeit wechseln, aber man kann sich immer nur einen kümmern parallel. Wenn du sagst, man verteidigt zwei Fronten, das heißt dann auch wirklich, also die Gegnerwellen kommen dann auch teilweise gleichzeitig. Genau. Also kannst du nicht einfach dann sagen, okay, jetzt ist da mal nicht so viel los, spring ich zum anderen und so, sondern du musst dann schon, das muss so sein, dass einer von denen KI-mäßig was macht. Ja, das muss nicht unbedingt sein. Also ich habe nach einer gewissen Zeit auf einfach umgestellt, auf den Schwierigkeitsgrad, weil es mich halt gestört hat, dass es eben so ein bisschen unfair mir alles erschien, dadurch, dass man nicht beide steuern kann. Zumindest nicht gut. Es ist schon so, dass man theoretisch auch beide auf einer Seite haben kann zum Verteidigen, aber es kommen schon Gegner relativ gleichzeitig meistens. Ja. Also es ist schon besser, wenn man seine Kräfte aufteilt. Aber es gibt ja einen Koop-Modus. Ja, genau. So. Ich hatte das Spiel so, ich sag mal, drei Stunden gespielt und da fing es mich schon an zu stören, dass man eben, ich hatte immer das Gefühl, ich bleibe hinter meinen Möglichkeiten zurück in diesem Tower-Defense-Part, weil ich halt nie die optimale Effizienz rausholen konnte. Da hatte ich noch auf normal gespielt zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, du willst das Spiel im Podcast vorstellen, dann frage ich einen Kollegen, ob er Spaß daran hätte, das mit mir zu spielen, und ich habe ihm das gekauft. Über Steam kann man ja kaufen und dann direkt verschenken quasi. Und dann habe ich ihm das als Geschenk gekauft, er hat das Spiel runtergeladen, ich habe mich gefreut, dass wir zusammen starten können. Und dann haben wir aber gar keine Option dafür gefunden. Okay. Oh, okay. Ja, dann haben wir kurz nachgeguckt und es hat nur einen lokalen Koop. Das heißt, lokal? Ja, man kann das so nicht online zusammen spielen. Und das ist für mich ein großes Problem. Also, ja. Dann konnten wir es natürlich nicht spielen. Glücklicherweise konnte er das Spiel trotzdem zurückgeben und ich habe das Geld zurückbekommen. Das geht auch bei Geschenken. Das haben wir dann auch gelernt. Ja, aber das heißt, entweder man spielt es mit jemandem wirklich lokal oder man muss es alleine spielen. Und das fand ich schon ein bisschen schade. Ich meine, das ist mit Sicherheit ein Kostenfaktor. Also Server aufrechterhalten und auch diese ganze Mechanik implementieren ist ja nicht unbedingt günstig. Aber meiner Meinung nach hätte das Spiel extrem davon profitiert, wenn man das auch online spielen könnte. Zumal man später noch mehr Charaktere dazu bekommt, dann hätte man ja theoretisch auch zu viert spielen können. Und so ist es halt so, dass man sich mit höherer Spielanzahl auch mit mehr Charakteren beschäftigen muss. Und ja, das finde ich nicht so gut gelöst. Ja, es klingt ja wirklich so, als wäre das schon auf Koop ausgelegt, die ganze Angelegenheit. Ne? Absolut, also ist es. Ja, ich bin jetzt halt aktuell soweit nach 8 Stunden. Glaube ich, habe ich gespielt, ja. Das ist aktuell so, dass ich 3 Charaktere habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass noch einer dazukommt. Und mit diesen 3 Charakteren muss man dann eben auch entsprechend komplexe Rätsel lösen. Das baut aber alles ganz gut aufeinander auf. Also manchmal hing ich zwar kurz an der Stelle, aber man muss dann halt nur nochmal schauen und eigentlich ist alles ziemlich logisch. Aber die Rätsel... Die Rätsel sind... sind schon dann eher, wie du vorhin sagtest, so Schalterrätsel und sowas. Oder gibt's irgendwie Gegenstände oder so ein bisschen wie The Cave oder sowas, die man da irgendwie... Nee. Also es ist ein Umgebungsrätsel, sagen wir mal. Genau, also manchmal muss man zum Beispiel... Es gibt so Steinbarrieren, die man zerstören kann teilweise mit einigen Charakteren, aber eben nicht mit allen. Und die Gegner, gegen die man kämpft, das sind oft solche Käfer. Da gibt es zum Beispiel Käfer, wenn man die tötet, dann explodieren die. Dann musst du halt einen Käfer so abschießen, dass er drauf landet und explodiert und dann gehen die Steine kaputt. Dann kannst du zum Beispiel so ein Vent öffnen, also so ein Luftstoß kommt dann aus dem Boden, dann kannst du damit nach oben. Dann kannst du eine andere Barriere wieder lösen, dann kommt ein Luftstoß von der Seite. Dann gibt es einen Gegner, der schießt solche Blasen auf dich, so einfach wie so Luftblasen. Da musst du dann rein, dann treibt dich der Luftstoß nach oben und zur Seite. Also es ist schon relativ komplex teilweise, einfach von der Menge, was da aufeinander folgt. Und es ist auch nett aufgebaut. Es macht schon Spaß eigentlich. Und ich würde auch sagen, dass außerhalb der Tower-Defense-Teile ist der Rätselaspekt der anspruchsvollere als der Kampfaspekt. Die Kämpfe sind jetzt nicht besonders schwierig. Man kriegt eigentlich immer genug Health. Und ja, also es geht eher ums Rätseln als um Kämpfen, würde ich sagen. Zumindest bisher. Und wenn man dann ein Level abgeschlossen hat, also wenn man den Tower-Defense-Teil beendet hat, dann kommt man in einen anderen Bildschirm, das ist quasi einfach nur so ein kleiner Hub.
Da campieren die Charaktere zusammen. Da kann man Upgrades kaufen, neue Waffen kaufen. Man kann ja zum Beispiel größere Taschen kaufen, also dass man mehr Items tragen kann. Man kann seine einzelnen Geschütze verbessern oder andere Waffen verbessern. So in der Richtung. Und ich finde, das ist alles sehr nett gemacht eigentlich. Also, wie ist das, wenn die Charaktere miteinander campen da irgendwie inzwischen? Gibt es irgendwie eine Story? Interagieren die irgendwie oder ist das eher... Ja, schon, dass du fragst, ja. Also es gibt erstmal eine übergeordnete Story, die halt die Geschichte der Welt so ein bisschen erzählt in Zwischensequenzen, die sind aber nur gemalt. Also es ist quasi einfach nur so, sind bewegte Bilder. Also, ne, ihr wisst, was ich meine, es ist halt gemalt und dann ab und zu verschiebt sich die Perspektive so ein bisschen. Und das wird halt mit einem Text präsentiert. Und im Prinzip geht es um so eine Welt, in der früher die Götter geherrscht haben, aber viele von denen wurden umgebracht von anderen Parteien und man selber hat so die Nachwehen davon erlebt, die Eltern von ihr wurden getötet in den Zügen, weil sie halt, weil die Eltern eben so einer Religion angehört haben. Und die eigentliche Story, würde ich mal sagen, die dann wirklich zwischen den Charakteren stattfindet, die wird in Standbildern erzählt, also sind einfach so ja, Comicbilder. Und man hat aber ein paar Auswahlmöglichkeiten, wie man sich entscheidet. Wobei ich glaube, das sind einfach nur Gesprächsoptionen, die haben jetzt keinen Einfluss, soweit ich das einschätze, auf den Spielverlauf. Mhm. Aber das macht das Ganze ein bisschen sympathischer und ein bisschen interaktiver. Und die Charaktere sind auch einfach nett geschrieben, finde ich. Es gibt keine Sprachausgabe, aber was ich ganz cool finde, wenn da ein neuer Satz steht, also wenn man weiterdrückt und dann hat man wieder einen Satz, der da steht, dann wird das Gefühl der Charaktere kurz wiedergegeben. Also zum Beispiel der Opa hat eine Frage an sie, dann kommt so ein oder what? Das finde ich ganz cool. Es gibt einfach nur ganz kurz so einen Impact, was ungefähr seine Aussage ist. Und das ist irgendwie nett gemacht. Das hat einen netten Charme. Dann gibt es noch so einen kleinen Roboter, der mit einem unterwegs ist. Das ist zwar kein spielbarer Charakter bisher. Ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Aber der ist einfach so ein Comic Relief, würde ich sagen. Naja, ein paar lustige Sprüche drauf über die Menschen. Macht der dann auch so R2-D2-mäßige Piepgeräusche? Nee, macht er leider nicht. Ach, der sagt dann so Sachen wie Silly Humans oder so. Achso, also der kann sprechen, okay. Der kann sprechen, ja, genau. ja, das ist einfach nett gemacht. Also, das ist ganz schön präsentiert. Und was noch dazu zu sagen wäre, die Sprachausgabe ist nur auf Englisch oder Japanisch. Deutsch gibt's nicht. Der Text dann. Genau, der Text, ja. Die Sprache, stimmt. Die Sprache ist immer Englisch, glaube ich. Aber der Text ist halt nur Englisch oder Japanisch auch. Das heißt, wenn man da nicht so bewandert ist, dann wäre das vielleicht nicht das richtige Spiel. Ja, ich kann jetzt leider noch nicht erzählen, wie ich es nach dem Durchspielen finde, da ich eben noch nicht weit genug dafür bin. Es hat mich echt ein bisschen ausgebremst, diese Geschichte, dass man das nicht zu zweit spielen kann. Zumindest nicht online. Das hätte mir deutlich mehr Freude bereitet. Hätte ich auch gar nicht vermutet. Ne? Ich habe es auch mit dem Koop gesehen in den Videos auf Steam. Aber ich habe ehrlich gesagt gar nicht die Idee gehabt, dass das nicht irgendwie auch per Internet gehen könnte, das Koop. Das denkt man heute ja gar nicht mehr, dass das rein lokal ist. Das ist ja schon ungewöhnlich. Meistens ist ja, dass das Lokale total fehlt, aber Internet geht, ne? Also genau andersrum. Ja, also wenn wir jetzt sagen, lokaler Koop, ist das ein Splitscreen? Genau, das ist also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du hast einen starren Splitscreen oder wie bei den Lego-Spielen, diesen dynamischen Splitscreen, der sich quasi so dreht, wenn man sich bewegt. Kennst du den? Ja, du musst dann so ein Split zerreißen, dann, ja. Genau, wird diagonal geteilt oder so. Und dann, genau. Achso, ja, okay. Dann verschiebt sich das. Ja, habe ich es natürlich noch nicht getestet, da ich es nur allein gespielt habe. Ja, ich finde, es ist ein nettes Spiel. Es hat schöne Musik, es hat einfach tolle Bilder, schöne Farben. Es ist einfach nett präsentiert und ich finde es sehr sympathisch. Ich würde sagen, die 20 Euro ist auch wert. Ich spiele halt schon Weilchen dran und es ist wirklich einfach toll gemacht. Ja, die einzige Sache ist halt mit dem Koop. Also ich würde Leuten nicht empfehlen, es zu kaufen, wenn sie es alleine spielen möchten. Dann ist es meiner Meinung nach unbefriedigend. Ich würde es nur empfehlen, wenn man... Also so wie du es jetzt machst. Genau, ja. Genau, wollte gerade sagen. Ja, also ich kann die tollen Aspekte wirklich genießen und das meiste gefällt mir absolut, aber das ist für mich echt ein Dealbreaker im Nachhinein. So, ich meine, das wusste ich natürlich nicht vorher, dass sich das
ohne Spielpartner so spielt. Das kann man ja aus Videos nicht unbedingt entnehmen. Ja, wie gesagt, ich würde es nur empfehlen, wenn man es wirklich zu zweit mit jemandem lokal spielen möchte. Jo. Ja, ist echt krass. Also hab ich auch schon lange nicht mehr gesehen, dass wirklich ein lokaler Koop, ein rein lokaler Koop-Titel ist. Steht aber so, steht tatsächlich so im Steam, ne? Local Koop. Steht dabei, ja. man schaut bloß nicht drauf. Genau, man rechnet ja überhaupt nicht. Das wolltest du jetzt loswerden, ne? Du wolltest jetzt Richtung Lukas so, ne? Ich hab's ja vorhin auch das erste Mal angeguckt und das habe ich vorher noch nie bei dem Steam-Spiel gesehen, wo seitlich immer die Features dran stehen. Also. Ich glaube, ja. Der noch ist auch nicht drauf, spiele bloß Singleplayer. Was noch zu erwähnen wäre, ich habe ja schon gesagt, dass man später mehrere Charaktere spielt als nur zwei. Man kann es trotzdem nur zu zweit im Koop spielen. Und das heißt, man kann jetzt nicht irgendwie vier Controller anschließen und zu viel spielen. Das geht leider nicht. Genau, ich spiele es mit Controller, man kann natürlich auch mit Maus und Tastatur spielen. Ich bin der Meinung, dass das bei dem Spiel nicht so wichtig ist. Welche Eingabemethode man spielt, es kommt jetzt nicht auf besonders präzise Sprünge oder so an. Es ist jetzt nicht extremst anspruchsvoll. Ich denke, auch mit Tastatur kann man es ganz gut spielen. Wobei ich dann halt nicht weiß, ob man zu zweit an einer Tastatur spielen kann oder ob man dann doch noch wieder ein Gamepad bräuchte. Ja. Zu zweit an einer Tastatur ist dann schon... Das ist dann sehr lauschig. Ja, der eine kriegt die Pfeiltasten, der andere kriegt WASD oder so. Das ist, haben wir früher auch alles gemacht. Also geht alles. Das Spiel kostet bei Steam 20 Euro. Ja, achso, hatte ich vorhin schon gesagt. Ne? Genau, das wollte ich schon mal sagen. Ja, ansonsten hat es einfach ein paar humoristische Parts noch. Ich habe zum Beispiel als Item, also man ist quasi so Artefaktjäger. Man sammelt in jedem Dungeon, was man kann, kann man bis zu 4 Items einsammeln. Da habe ich als Relikt ein White and Gold Dress gefunden. Fand ich ganz cool. Ja, manchmal sind halt einfach so ein paar kleinere popkulturelle Anspielungen drin, aber es ist jetzt nicht übertrieben auf witzig gemacht. Hatte das nicht letztens... Ach nee, es hat einer beim... ich hatte irgendwie den Was spielt ihr gerade? Thread geschrieben, dass ich meine Dragon Age Charaktere alle in... Meine Inquisition sind alle weiß und gold und dann hat auch irgendjemand drunter geschrieben... Bist du sicher, sie sind nicht blau und schwarz? Ja, stimmt. War das nicht Spatze? Ja, keine Ahnung, kann gut sein. Ja. Auf jeden Fall. Guter Joke. Okay. Also alles in allem, nettes Spiel. Genau. Nur, wie gesagt, Koop wäre schön. Ja. Nur zu zweit spielen, ansonsten empfehle ich es nicht. Wirst du es noch durchspielen? Alleine jetzt? Oder? Ja, ich denke schon. Weil ich würde gerne wissen, wie es ausgeht. Ich finde einfach. Wie gesagt, ich finde es sehr sympathisch und es macht einfach Spaß, den Charakteren zuzuschauen. Wie gesagt, ich spiele es auf einfach, von daher ist es dann nicht mehr so anspruchsvoll. Von daher ist vielleicht auch meine Aussage ein bisschen verwaschen, wie schwer es ist. Ich habe das Gefühl, dass es zum Ende hin eher ein bisschen leichter wird. Einfach aufgrund der neuen Möglichkeiten, die man im Tower Defense hat, also einfach neue Verteidigungstürme sozusagen. Das macht es ein bisschen leichter. Ja, ich werde es noch durchspielen, denke ich schon, ja. Sonst musst du deinen Kumpel mal auf ein Bier einladen. Ja, das ist halt ein bisschen dumm, ne? Die wohnen alle irgendwie so weit weg. Achso. Ein bisschen schwierig, seit ich hier zu einer Arbeitsstelle umgezogen bin. Vielleicht muss ich mal meinen Chef fragen. Muss dir neue Freunde suchen. Wieso lädst du uns alle auf ein Bier ein auf einmal? Ja, ich brauche jemanden für diesen Local. Ja, stimmt. Ja, manchmal gehe ich ja mit denen Bier trinken in der Kneipe. Vielleicht kann ich die einfach hier einladen. Ja. Deswegen haben die Entwickler das so gemacht. Das ist ein Sozialexperiment. Ja, dann könntest du einfach ganz spontan und völlig natürlich dein Notebook dann in den Kneipe raus. Ne? Und der eine kriegt die Pfeiltasten, der andere kriegt WASD. Ja, genau. Nee, ich dachte, die kommen dann zu mir nach Hause und ich habe quasi beim Arbeitszimmer habe ich dann so eine Decke ausgebreitet über dem Bildschirm. Dann lüfte ich das so. Es ist Aegis Defender. Darum seid ihr hier. Genau, ja. Und ihr dürft auch nicht mehr weg, bis wir es durchhaben. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige sagt, oh, das hätte ich jetzt, das hätte ich, also das überrascht mich jetzt total, da freut mich total. Das war jetzt der Traum, dass ich das jetzt hier spielen darf, ist wahrscheinlich eher gering. Ne? Ja, wahrscheinlich stehen die alle bei Lukas im Wohnzimmer und sagen, ach, das habe ich auch schon die ganze Zeit durchspielen wollen. Ja, aber es gibt das ja nur lokal. Es gibt keinen Online-Code. Richtig. Oh, Mann. Oh Gott.
Ja, die Probleme heutiger Spieler. Das kannst du uns in einem zukünftigen Podcast erzählen, wie das gelaufen ist, die Aktion. Ja, genau. Ja, das posttraumatische Erfahrung quasi dann. Richtig. Ja, das war es eigentlich zu dem Spiel. Ihr könnt uns gerne, wenn ihr möchtet, Kommentare oder auch Fragen hinterlassen. Entweder im PC Games Podcast, Community Podcast Thread oder aber per E-Mail an pcgcpodcast@gmail.com. War das richtig, Tobi? Ich glaube schon. Das fragen wir uns jedes Mal. Jedes Mal fragen wir uns das. Ja, die Adresse ist, vielleicht war das nicht das Beste. Vielleicht hätte man einfach podcast@gmail.com nehmen sollen. Die könnte eventuell schon vergeben. Ja, das würde ich auch vermuten, ja. Nein, das stimmt schon. pcgcpodcast@gmail.com. Ja, perfekt. Ja, dann, wenn ihr nichts mehr hättet, würde ich sagen, war es das auch mit der heutigen Folge. Olli? So. Ja, Hast du noch ein Spezialthema? Ich muss mich gefühlt erstmal so sammeln. Ich bin immer noch so leicht verwirrt und meinen späten Einstieg hier. Naja, das glaube ich, dass das ein bisschen komisch ist. Hattet denn ihr Crash Bandicoot habt ihr schon gehabt wahrscheinlich, oder? Nein, das haben wir noch nicht. Siehste? Nee, das wolltest du noch kurz feststellen lassen. Okay, dann sage ich nichts mehr. Aber es ist schlecht, wenn man sowas erwähnt hat und dann nichts mehr zu sagt. Ja gut, jetzt guck mal, jetzt muss ich es kurz erwähnen. Und zwar wollte ich eigentlich nur erwähnen, dass Crash Bandicoot für die Switch kommt. Ich hielt das für erwähnenswert. Aber bei unserer Recherche haben wir vorhin herausgefunden, dass das vorher auch schon für PC und so weiter kam. Also es ist im Grunde keine besondere Neuigkeit, dass PlayStation die Marke auch an Externe rausgibt. Deswegen haben wir gesagt, okay, brauchen wir nicht erwähnen. Aber jetzt wissen die Zuhörer auch Bescheid. Ja, und wer eine Switch hat, kann jetzt eben dann Crash Bandicoot draufspielen. Also, ja, es soll ja nicht so toll sein, das Remake. Also ich habe nur Schlechtes drüber gehört, ja. Oh, okay. Ich habe eigentlich gehört, dass es halt, wer das Original mochte und so, der wird damit auch Spaß haben. Das ist halt, die haben wohl nicht so viel geändert daran, glaube ich. Ja, ich finde, es sieht ziemlich toll aus. Es fängt den Original-Style gut ein, aber die Steuerung soll sehr unbefriedigend sein. Dass halt die Sprünge sehr unpräzise sind. Und das ist natürlich in einem Jump'n'Run eher schlecht. Man hatte ich eher gehört, also es war so teils. Manche meinten, es wäre sehr gut, ganz gut gelungen, aber es ist halt nicht genau das gleiche Timing wie früher mit dem Springen, was wohl an der Engine wohl auch direkt liegt. Es gab da auch eine längere Erklärung zu, das haben sie, glaube ich, ja mit Unity gemacht. Und da gab es, aber ich finde den Link wahrscheinlich jetzt nicht mehr, eine längere Erklärung, warum die das nicht genauso hinbekommen wie damals, hat technische Gründe. Aber viele meinten durchaus, es ist halt insgesamt schon durchaus gelungen, aber wahrscheinlich sind da auch die Ansprüche durchaus verschieden. Ne? Der, wenn es die Leute denn noch geben sollte, die kerspendige Profis von damals, die regen sich natürlich auf, dass das Feeling und die Präzision doch eine andere ist. Aber naja. Ja, also das finde ich jetzt aber interessant, weil Unity scheint ja mit dem Springen so ein bisschen Probleme dann zu haben. Haben die das, ich glaube, das Outcast Remake, das letzten November kam, ist ja, glaube ich, auch Unity Engine. Und die hatten auch, die mussten das Springen irgendwie zwei, dreimal nachpatchen, weil es unbrauchbar war in der Originalversion. Ja, okay. Die hatten aber eigentlich, die hatten das originale Springen aus dem Original Outcast zu gut eingefangen, weil es war damals schon beschissen. Ja. Insofern. So gesehen war keine Verschlechterung. Ja, vielleicht haben die so ein bisschen so Timing-Probleme eher, sagen wir mal so, ne? Dass bei Jump'n'Runs das dann eher schlecht ist, obwohl als Gegenbeispiel hier Ori and the Blind Forest soll ja hervorragend funktionieren. Aber die haben das, glaube ich, auch stark modifiziert, die Engine. Ja, und das ist Moment, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber das ist ja auch Crash Bandicoot ist schon 3D, ne? Das ist 3D. Ja. Genau, und Ori ist ja 2D. Mhm. Vielleicht, ja. Das ist ja wahrscheinlich auch nochmal vielleicht ein bisschen was anderes. Ist die Frage, weil letztlich ist es auch nur 3D, was auch 2D gerendert ist. Also das ist ja, weiß ich nicht, ob es eine Rolle spielt. Also Crash hat auf jeden Fall auch perspektivische 2D-Passagen, wo du halt wirklich von der Seite auch ganz klassisch hüpfst und selbst da soll es nicht so toll sein. Aber okay, dann, wie gesagt, da scheint es ja verschiedene Ansichten zu geben. Dann muss mal jeder selbst. Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe, wer war das? Irgendjemand in einem Games aktuell Podcasts oder so meinte, dass es sehr getreu dem Original ist wohl irgendwie und auch er fand eben auch, dass die Schwierigkeit, dass der Schwierigkeitsgrad so hoch ist, ob das jetzt am unpräzisen Springen oder nicht liegt, weiß ich nicht. Aber der meinte, er fand es eigentlich okay, weil das Original war auch schon tierisch schwer. Das war so die Meinung, die ich gehört habe.
Ich habe es leider im Original damals nie gespielt. Das ist irgendwie völlig an mir vorbeigegangen, damals zu PS1-Zeiten. Das einzige Mal, wo ich das ansatzweise gespielt habe, war witzigerweise bei Uncharted 4, wo es diese Sequenz gibt, wo die da quasi im Spiel, ne, die Charaktere Crash Bandicoot einmal spielen. Okay. Da gab es so also eine Reminiszenz dafür. Wusste ich nicht. Ja, ja, das ist ganz witzig. Ja. Uncharted kenne ich bis jetzt nur bis zum dritten Teil, deswegen. Ja. Ah, 4 ist toll. Spoiler. Das ist ganz toll. Ich habe keine PS4, deswegen kein Uncharted 4. Ja, ohne Mitleid für dich, aber das ist toll. Oh ja, oh ja. Nee, irgendwann bringe ich es mir mal zu. In ferner Zukunft. Ja, dann würde ich sagen, haben wir das jetzt auch gehandelt. Und dann war es das für heute. Danke fürs Zuhören und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao. Tschüss. Tschüss.